Sie sind hier, 9. August 2018, 10.16 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Bastian Schweinsteiger spielt seit 2017 für Chicago Fire. Urheberrecht Getty Images. Bastian Schweinsteiger scheidet mit Chicago Fire im Pokal-Halbfinale aus. Der Club des Ex-Weltmeister verliert gegen Philadelphia Union glatt mit 0:3. Bastian Schweinsteiger ist im Halbfinale des Pokalwettbewerbs in den USA gescheitert. Bei Philadelphia Union unterlag der Weltmeister von 2014 mit seinem Club Chicago Fire 0:3, 0:0. Das dritte Tor bereitete der aus Ahaus im Münsterland stammende Fabian Herbers vor. Philadelphia trifft in seinem dritten Pokalendspiel seit 2014 auf Houston Dynamo. Die Texaner besiegten Los Angeles FC, Neuling in der nordamerikanischen Profiliga MLS, mit 7:6 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 3:3 gestanden. Das Endspiel des US Open Cup findet am 26. September in Houston statt. Für beide Clubs wäre es der erste Pokalsieg von Sportinformationsdienst.